Hallo und herzlich willkommen, da geht mir gleich mal die Stimme flöten, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wenn ihr das Spiel etwas billiger haben wollt, wie immer, schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu meinen Instant Gaming Partner. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spiele und Geschenkguthaben anbietet. Und wenn ihr weiter scrollt, findet ihr ein Gewinnspiel, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Video. Und wir, also ich will jetzt einfach mal diese Stelle hier aufdecken, bevor wir hier weitermachen. Weil wir die Stelle noch nicht haben. Die haben sie aus einem bestimmten Grund nicht. Anscheinend ist es etwas bescheidener, an die Stelle ranzukommen. Weil ich bin ehrlich, mit dem Wandtolast komme ich nicht so klar, wie ich erhofft habe. Aber wir sind hier oben. Haben wir nicht diese Fische? Das wäre nämlich eine Möglichkeit, die ich noch ausprobieren möchte. Die tun mir ja nicht weh, wenn die explodieren. Deswegen kann man sie ruhig in der Hand halten. Was haben wir hier? Oh. Thema Milch erhalten. Perfekt. Okay. Aber sonst, denke ich mal, scheint es hier oben so weit zu dem, was ich sehe, nicht zu sein. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Ah, hier haben wir einen Riss, wo wir rein können sogar. Doch, mach mal, komm. Machen wir den. Hier kann ich den sogar öffnen, weiter zurück. Den Riss doch gerade. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich jetzt vor der Quest pushe. Nein, sondern einfach mal, um zu wissen, was ist hier. Das würde ich mir nämlich gerne. Ich kann hier die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind an verschiedenen Orten. Nein, da hat insgesamt recht Glück. Wenn wir sie finden, können wir den Riss schließen. Ja, okay. Ich hab doch nein. Oh. So. Der Hai macht das schon. Und damit haben wir den ersten gefunden. Wie gesagt, das sollte schnell gehen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt das alles zu nutzen, um da noch weiter zu erkunden. Das will ich, wenn, nach dem hier machen. Jetzt brauche ich meine Wandtula. Wo haben wir sie? Ich muss sie immer wieder suchen. Komm hoch. Du blödes Vieh! Jetzt mal ehrlich, wie dumm kann das Vieh sein? Oh Mann! Dreht das auch noch extra um? Muss ich mich extra ausruhen, weißt du, das ist verschwendete Zeit. Das ist so. Ah, wie dumm kann ein Vieh sein. Ja, und der sieht den nicht. Und der kann mich jederzeit sehen. Ja, ich komme von der anderen Seite. Wir haben hier noch was zu erkunden. Okay, hier ist relativ viel Wasser, aber hier sieht es mir etwas komisch aus. Oh. Die können auch da drin sein. Okay.
Gut zu wissen, naja, je nachdem, wie man es sich ausmalen möchte. Ja, und auf der anderen Seite, wo das Tier ist, und ich möchte jetzt ungern meine Macht dazu nutzen, aber anscheinend muss ich das, um den zu besiegen. Das nur, weil die nicht hören. Das ist sowas von blöd. Naja. Heldenmodus. Natürlich komme ich an den nicht ran. Oh Mann. Ich kenn. Genau da nicht hochspringen. Nein, Leute! Ich drück schon länger nicht mehr auf den Knopf. Was soll das denn? Wobei, die könnten mir helfen. Jawohl, er hat ihn angegriffen. Na, endlich. Nein, Zelda! Dass du in den blöden Heldenmodus gerne gehst, das kann ich nicht verstehen. Oh Mann! Oh, hör auf! Oh. Das ist zum Ausrasten. So. Jetzt lass das hingehen, weil du damit höher springen kannst. So. Weil ich jetzt keine Lust habe, da noch was zu machen, damit das alles klappt. Okay, aber ich verstehe, weil man eher auf die, aufs Trampolin gehen soll, als auf die blöde Wand, oder? Also das ist ja sau doof gemacht. Und da verbiegt sich auch schon das letzte Ding. Damit haben wir das endlich geschafft. Also das war jetzt etwas, ich finde, nicht so schlimm, aber die Echos, naja. Wir haben alle seine Gefährten endlich beisammen und können den Riss schließen. Also das mit den Echos ist halt, ja, sie müssen den anbesehen, das verstehe ich, aber da muss irgendwas geben. Dass ich dem das ansage, hier sehe den nicht an. Macht das. Aber okay. Es hat geklappt. Letzten Endes. Und was haben wir freigeschaltet? Die Frage. Meine Kräfte sind geteilt worden wieder mal. Naja, war es jetzt mal nicht so schlimm. Aber auch gut zu wissen, diese Risse sind nicht nur in Storygebieten, sondern auch hier irgendwo verteilt. Heißt, wir werden nach dem Storygebiet nach Risse suchen. Und ja, viel gebracht hat's eigentlich nicht. Außer, dass ich hier noch ein Wickpoint setzen kann. Aber sonst erstmal nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hierhin, weil wir mit dem Storygebiet weitermachen. Denn in dem Zora-Gebiet ist was passiert. Weswegen jetzt ein bisschen Panik ist. Doch die Frage, was ist passiert? Dieser müssen wir noch nachgehen. Was ist ein Riss? War das Dread? Was stöhnt der denn so rum? Das ist die Frage. Oh. Boah, dieser Felsen ist schwer. Da hat jemand mir schon in den Kommentaren geschrieben. Das ist... Sorry, jemand. Zelda.
Wie du siehst, gibt's hier ein gewaltiges Problemchen. Mein Sohn, Kushara, sie wurden in der Hölle eingeschlossen. Ich hatte meinen Sohn aus den Augen verloren und er tauchte auch noch plötzlich Chabu-Chabu auf. Ich hab dir gesagt, du sollst deinen Sohn herausholen. Kushara kam gerade vorbei und hat das bemerkt, dass mein Kind in der Hölle hier ist. Es ist sie hinein. Ja, und dann gab's einen Felsrutsch und die Höhle war blockiert. Was soll ich tun? Ich kann verstehen, dass du um dein Kind besorgt bist. Aber bitte, hab noch kurz Geduld. Ich räume das in den Weg frei. Das ist eine Höhle. Da hast du gesagt, Geduld zu gründen. Vielleicht wäre es bis einen anderen Zugang zu... Ja! Höhle zu finden. Keine gute Gelegenheit, um dein Anliegen vorzubringen. Vielleicht ergibt sich ein guter Moment, wenn erstmal die Leute aus der Höhle befreien. Hier ist eine Höhle. Ah, je. Okay. Wie gesagt, das wurde mir ja schon gesagt. Hier, pass auf. Diese Höhle ist story-relevant und da haben wir unsere story-relevant. Ach du mal, hi. Ah, je. Mach den mal weg. Danke. Okay. Mach den mal weg, komm. Du bist ja da relativ fix. Die habe ich schon geholt. Beim letzten Mal eintreten. Danke. Und da haben wir auch noch mal ein paar Rubine bekommen. So. Keine Angst, mein Junge. Irgendjemand wird uns zur Hilfe ein. Du bist doch die Halianerin von eben. Bist du etwa ganz alleine durch die monsterverseuchte Gewässer geschwommen? Und sie weiß davon auch noch. So langsam wird mir klar, dass du nicht einfach irgendwer bist. Nein. Nun, jetzt gibt es von hier zu entkommen. Die Kanäle sind angesichts der Lage zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wenn nur jemand den riesigen Fels, wenn ich der riesige Fels wäre. Ich habe mich redlich bemüht, ich konnte ihn jedoch keinen Zoll bewegen. Wie ist das zu erklären, Nintendo? Wir kommen nie wieder hier raus! Eierin, weißt du vielleicht Rat? Ja. Ich kann da so eine Macht. Okay. Tun wir einfach mal so, als ob es möglich wäre, dass das irgendwie passiert. Oh, der Fels. Ja, er ist fast im Wüsten. Ungeachtet seiner gewaltigen Gewicht ist es dir gelungen, ihn zu bewegen. So können wir vielleicht hinausgelangen. Erlaube mir zu fragen, wie du heißt. Zelda, die Prinzessin. Zelda, der Name klingt mir vertraut. Na, so sollte der dir auch. Wie dem auch sei, ich danke dir. Boah! Jetzt können wir deinen Sohn erreichen. Also los, schnell, schnell! Ja! Mein Lieber, nein, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Nanu? Brad? Was machst du? Was hast du denn hier zu schaffen? Na, das ist doch klar wie Flusswasser. Ich wollte mich dafür revanchieren, dass du deinen von meinem... Zelda, wie bist du denn in die Höhle gekommen? Alles gut, mein Liebling.
wir können jetzt zusammen raus, verstehst du? Oh. Ja, deine Mutter, Kleiner. Ich bitte dich keinen Grund mehr zur Sorge. Der hat ein Trauma. Der Stock wie steht ein Stückchen. Mit Worten kann man all nichts ausrichten. Okay. Also hat er jetzt ihr geholfen und sie ihn. Jetzt hoffentlich ist der Clinch mal endlich vorbei. Na, Kleiner? Das wäre toll. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Na, natürlich. So funktioniert das. Vielen Dank, lieber Flussbewohner. Hehehe, unsere Flussvolkmusik macht allen, denen vor Angst die Flossen zittert, neuen Mut. Oh, da kann selbst ich keine Kritik üben. Das war ein vorzügliches Spieltrat. Wer hätte gedacht, dass deine Musik einmal einen meinen so heilsam sein würden? Du hast doch... Und du hast einem von meinen Leuten geholfen. Ist doch absolut klar, dass ich da revanchieren muss. Eben war keine Zeit dafür. Aber ich wollte mich noch bei dir bedanken. Du hast wirklich toll gespielt. Okay, sie nähern sich an. Ach, das war doch gar nichts Besonderes. Schau uns an, wie wir uns plötzlich gegenseitig Komplimente machen. Hast du gar nichts zu uns. Ja. Hör zu, Dredd. Sollen wir unsere Quälereien nicht vorübergehend begraben und dann an einem Strang ziehen? So ein Zufall, das wollte ich selbst verschlagen. Natürlich. Hehe, dann sind wir uns ja einig. Mit einer wackeren Hilfe wird jeder gegen Strom nur noch halb so stark sein. Ja, ich habe ja noch eine Bitte. Wie bitte? Du möchtest, dass wir vor Lord Jabba's Jabba's Heimat Shadow musizieren? Zelda, so lautete doch dein Name richtig. So unangenehm ich meine Wohltäterin eine Bitte ausschlage. Aber wir müssen Lord Jabba's Jabba auf der Spur bleiben. Nein, warte. Vielleicht ist Zelda gedacht, Zelda's Idee gar nicht so schlecht. Wie meinen? Das hat keinen... Ah, ja. Während du hier eingeschlossen warst, habe ich gesehen, wie laut Jabba Jabba Richtung Norden abgedüst ist. Könnte es sein, dass er genug gewütet hat und sich jetzt erstmal in seiner Heimatstätte ausruhen will? In der Tat. Der hatte Bewegungsfreude. Ist für laut Jabba Jabba ja auch gänzlich untypisch. Wohlan, Zelda. Dann soll deine Bitte doch nicht auf taube Ohren fallen. Begeben wir uns dorthin. Wir sehen uns in laut Jabba Jabbas Heimatstätte. Und das war meine Alexa. Wir schwimmen jetzt doch mal nach Hause. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke! Naja, wenigstens etwas. Lord Jabu Jabus Heimatstätte haben wir ja ebenfalls etwas, wo wir uns hin teleportieren können. Aber endlich sind auch diese Ziele abgeschlossen. Wir können weiter. So. Es sind immer Trümmer von der Decke gestürzt. Drinnen herrscht ein einziges... Oh nein, Chaos. Ich könnte mich gerade noch rechtzeitig nach draußen retten. Wahrscheinlich ist Lord Jabba Jabba zurück und wütet nun in seiner Heimatstätte rum. Unser Chef und Kushara sind dort reingegangen. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Ja, dann geh rein, guck. Ich dachte, es wäre vorbei. Oh, Zelda. Lord Jabba Jabba ist tatsächlich in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Du willst also durch dieses Tor, ja? Dann werden wir sogleich zur Tat schreiten und hier rum musizieren, auf dass das Tor sich öffne. Ein Problem gibt es allerdings noch. Ich dachte, es wäre vorbei. Durch Lord Jabba Jabbas Tollheit wurde auch die Altäre in Mitleidenschaft gezogen. Ja, ich seh's. So ist nur schwerlich eine Vorstellung möglich. Wir müssen die Altäre irgendwie wieder in Schuss bringen. Aber wie kriegen wir das hin?
Mit gutem Mut und Tatendrang. Zuerst ein Mammissen die Trümmer zur Seite. Ja, ich mach ja schon. Mach mal so komplett aus dem Weg. Nicht, dass es aus irgendeinem unbekannten Grund heißt. Sie stehen im Weg dort. Du siehst woanders hin. Ich will jetzt tatsächlich nicht hingehen und die Nummer. Okay. Hat geklappt. Hier mir den. Hier den. Hinstellen. Nachher. Da sperre ich mir hier den Weg. Ah, komm. Komm schon. So. War's das jetzt? Oder könnt ihr noch was? Nun, seht ihr dem Konzert nichts mehr im Weg? Ja. Zelda, erneut sind wir dir zu dir verpflichtet. Warte kurz, während wir alles bereit machen. Nee, jetzt macht mal. Nachher passiert noch was. Und? Was passiert jetzt? Warum haben wir so einen Blick? Das hat einen Grund. Ah, okay. Schön. Alles voller Magie. Und zusammen hört es doch bei Weitem besser an. Okay. Das klingt ja viel besser als bei dem Konzert auf dem Parkplatz. Was war denn nichts anders? In Harmonie zu musizieren ist so viel schöner. Ach, macht das Spaß. Ja. Du hast wahnsinnig gut gespielt, Kushara. Und auch dein Spiel war nicht gelöst. Harmonie? Vorher haben sie doch auch schon zusammengespielt. Ich verstehe nicht, wie es jetzt so anders war. Sie waren sich einig. Die beiden scheinen jedenfalls viel glücklicher als vorher. Sie waren einfach nur sich einig. Red, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Meine Kritik an deiner Musik war wirklich unverschämt und unangebracht. Bushara! Für mich geht absolut das Gleiche. Ganz dicke Story, wirklich. Leider, du musst es lange genug ausharren. Das Tor ist nun offen. Und vielen Dank nochmal. Ohne dich wäre all das hier nicht möglich gewesen. Ja. Wollen wir uns hineinbegeben und Lord Jabu Jabu unsere Aufwertung machen? Jawohl. Das ist nicht der echte Lord Jabu Jabu, habe ich das Gefühl. Großer Lord Jabu Jabu, bitte spuckt unsere Freunde wieder aus. Es schmerzt uns gar sehr, sie nicht mehr bei uns zu haben. Ich habe eine Idee. Wenn er uns zusammen musizieren hört, so wie eben, geht er doch bestimmt wieder gute Laune. Es ist ein brillanter Einfall. Dann muss er uns erneut unser Stück anstimmen. Gut, oh nein. Oh, Gott sei Dank, sagt er nein. Er ist immer noch sauer. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Das hört ihr jetzt auf! Ja, der hat ein bisschen gebraucht. Was sieht man? Zelda, meinst du, dieser Riesenfisch ist vielleicht auch ein Doppelgänger, der aus dem Riss gekommen ist? Ein Doppelgänger? Das kann doch nichts. Wenn man ihn sich so ansieht, könntest du tatsächlich recht haben. Doppelgänger, wovon sprichst du? Ich hab nur wiederholt, was das kleine Kugelfisch gesagt hat, das dort direkt neben Zelda schwebt. Das stimmt ja. Red war doch vom Riss verschluckt, deshalb kann er mich jetzt sehen. Und sie erklärt mit wenigen Worten die ganze Geschichte. Das klingt wunderlich, aber angesichts der sonstigen Ereignisse sollte ich euch wohl Glauben schenken.
Wenn wir es mit einem falschen Fisch zu tun haben, müssen wir ihm eine Trachtprügel verpassen oder alles und alles wieder gut, oder? Fast. Das klingt ja arg vereinfacht, aber im Grunde kann ich nicht widersprechen. Legen wir los. Okay. Wir folgen dir in die Schlacht. Also los! Oh, wei. Ich sag ja wei. Nanu? Was ist denn jetzt los? Wir wurden von Seite getrennt. Ja. War klar. Leider, hinter dem Riesenfisch kann ich einen Zugang zum Riss öffnen. Aber im Moment ist da nichts zu denken. Wir müssen irgendwie dazu bringen, dass er stillhält. Damit er auch saugen. Ich glaube, der ist zu, ja. Ja, tut er. Ah, und dann mit dieser Heldenform, sonst hätten wir ja nicht die Dings bekommen, die, hier kann ich den hier ausschwemmen lassen. Der mir ein bisschen hilft gegen die Octoroks und gegen sonst alles andere. Oh, er macht das aber auch gut schon selbst. Ist ja alles in Ordnung. Dann kann ich zum Bombenfisch wieder wechseln. Ich glaube, er stellt sich jetzt schon wieder hier hin. Versucht mich wieder einzusagen. Kann das sein? Hier hast du schon mal deinen Fisch. Lecker Fisch, ne? Oh nein, ich kann mich nicht mehr retten, aber es soll mir egal sein. Das war's schon. Ne, jetzt müsste die Rage-Phase kommen, ne? Nein, das war's schon. Okay, der war ja einfach. Und wir haben die zwei befreit. Jeff, ich hatte solche Angst. Inava, ich werde nicht mehr. Die ganze Schlamasse tut mir echt leid. Dogma, auch ich bitte dich um Verzeihung. Du hättest dich nicht für mich in solche Gefahr begeben sollen. Um euch zu beschützen, würde ich alles geben. Ihr braucht euch nicht den geringsten Vorwurf zu machen. Aber Chef, sag mal. Seit wann verträgst du dich denn wieder mit so gut mit Kushara? Es ist einiges passiert, jedenfalls arbeiten wir jetzt wieder zusammen. So ist es. Und auch die Rolle von Zelda in dieser Angelegenheit soll nicht unerwähnt bleiben. Ihr seid so erwachsen und vernünftig. So wahnsinnig. Bin so stolz auf euch. Fürwahr. Eine freudige Entwicklung. Wenn mein Aufenthalt in Lord Jabu Jabu's Bauch der Preis dafür war, habe ich ihn gern bezahlt. Ah, war er nicht. Doch, wenn dieser Lord Jabu Jabu ein Doppelgänger war, wo befindet sich denn das Original? Vermutlich im Riss. Vielleicht wurde er vom Riss verschluckt. Ja. Dann gibt es also nichts, was wir für ihn tun können. Moment mal. Zelda, kannst du vielleicht Lord Jabu Jabu auf dieselbe Weise retten, wie du mich gerettet hast? Du bist die Einzige, an die wir uns wenden können. Würdest du uns bitte deine Unterstützung gewähren? Ja. Narrisch. Doch, wie es da weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr,
in der Mitte von Foxy. Gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.